Aber da kann ja noch kein China-Star gewesen sein. Wo war das Alter? Nö, ja, die Hochöfen wurden doch jetzt erst abgebaut hier vor ein paar Jahren. Ja, die laufen schon bestimmt seit. Sag mal. Seit 7 Jahren laufen die schon. Ja. Man ist immer da gewesen in Dortmund, wo sie abgebaut haben. Ja. Jetzt den 1:8 verjagt? Ja. Konnte ich noch nie leiden, 1:8. Ich habe auch 1:8. Ja, komm mal laden hier. Ich habe meinen eigenen Bagger. Ja, ich nehme mal Farbe mit. Und Kleber. Der 1:12 mal nicht, ne? Ja, das ist gut hier. Guck, der ladet super. 1:12 geht. Jens fahren. Oben auf dem Berg. Die vertragen sich. Aber 1:8, das macht er. Da wurde der Wurf gekippt. Ja, da muss man dann öfters mal diskutieren. Wollen wir erstmal die Straße leer, damit sie da durchkommen? Ich will den jetzt gar nicht. Ich sage auch jemals, das sehen wir von den Amis, die Großraum zu euch. Lassen wir den auch probieren, dass 400 Tonnen packen wieder rein. Fährt auch nicht mehr? Nee, der geht auch nicht. Aber ich gehe den ganzen Test hoch. Gar nicht mitgekriegt. Das war jetzt gerade woanders. Da ist ein Auto so lange vorbei. Ich weiß nicht, was mit dem macht. Das fährt überall durch. Fast. Nee, ich wollte hier vor. Warst du hier vor? Bevor wir lange waren. Hier, siehst du, hier ist nur ein Kanal, die brauchen wir nicht beide. Soll ich dir mal zeigen, wie das geht? Nachher mal. Irgendwann. Dann hast du immer noch einen frei, weißt du? Der Satz gibt ihn ab, glaube ich, bei 800 Euro. Wenn man selber. Na gut, reicht. Ja, so ist gut.
heute wird eine tolle Sonne kommen. Wer war jetzt am Anfang? Ich hab den ganz mal Flug. Ja. Aber die Werkstatt jetzt nur, war es komplett dicht, oder was? Ja, ein Mitarbeiter, der ist da noch zweimal die Woche mit einem anderen von der Lothar-Straße. Die machen da ja noch wichtige Sachen, aber ansonsten ist er nur drüben auf der Lothar-Straße. Wir wollen das ja alles neu aufbauen mit neuen Maschinen, aber wenn der im nächsten Jahr in Rente geht, dann wird er den Flugverkehr nicht machen. Ja. Weiß ich nicht mehr. Da, wo du gearbeitet hast. Oh. Ja. Ja. Die Halterung, wo der Sitz drauf ist. Nutzt es nicht mehr, oder? Kriegt es nicht mehr, oder? Nicht mehr Bedarf, oder? Ja. Einsam nur ja noch so. Bedarf ist schon da. Aber. Macht der Kollege auch Modellbau? Nee. Deshalb machen die auch zu, weil die nicht mehr zu tun haben. Weil alle Modellbau machen, kein Material mehr. Die Werkstatt, da müssen wir wieder einen haben, verantwortlich, also Meister. Ja, klar. Ja, und das ist doch gut. Nun, rechnet sie nicht mal. Habt ihr eine CNC-Drehmaschine und Fräse gehabt? Nee. Ach, konventionell alles? Ja, eine NC-Fräse haben wir. Eine NC? Ja. Aber sonst haben wir nur konventionell. Oh, also, okay. Wir waren noch richtige Handarbeiter. Ja, ist doch richtig. Dann kann man ergänzen. Aber auf Lothar-Straße oder eine große Werkstatt, die haben nur CNC. Ja. Bis zur 5 Achsen. Ach du lieber noch. Ja. Das nehmen wir aber noch in Roland. Der war 5, der glaube ich 30, 5 Achsen. Das ist keine Jahre, was der Zukunft ist. Der Zukunftsfirmer, das ist irre. Das ist irre. Mein Gott. Ja, aber das Irre ist einfach, wenn du da hingehst, dass der Ding das auch macht. Von alleine macht er das. Ja, ja, das ist richtig. Das ist das Problem. Aber ich selbst im Einsatz macht er. Wir haben meistens eine normale immer laufen. Dann fängt er bei so einem blöden 3D-Drucker fest. Ja. Weißt du, wenn du das handwerklich immer noch gemacht hast, ne, dann hast du immer noch einen Vorteil. Alle anderen sind manchmal so durch. In 2 Jahren können die alle fertig. Ja. Das ist ja, dann haben die alles dabei. Dann haben die alles, dann nämlich verlernt, was man handwerklich machen kann. Ja, das stimmt. Ja, ist so. Ich glaub mir das. Das haben wir ja in 3D-Drucker. Nein, in 2 Jahren können die kein Feuer mehr machen. Ja. Ja, Wolfgang, hast du recht, das ist ja, nicht so. Mit Wurzel ziehen heute, kann auch keiner mehr. Glaub mir halt. Ja, jetzt kommt doch nicht so auf die Kacke, ey. Ohne euch wäre Deutschland nichts geworden, wenn ich das so höre. Ja, genau so. Hast du mitgehört? Ja, genau. Aber jetzt was ist das? Hat das Einlassam heute Ausflug oder was ist hier los? Hier wird mal einkaufen, ich sitze da gegenüber und sitze am Augenblick. Wenn die anfängt zu ringen, soll ich dir völlig sagen. Jungs, ist nur Spaß, ne? Das ist ja wirklich so. Ja. Wenn der Einkaufen geht, dann nicht den dritten rechten Ausnehmen, hat sich schon im Kopf gerechnet. Ja. Ja. Wenn ich den das Geld, wenn ich 3 Teilen gebe, lege ich das Geld passend dahin, dann gucken die doof. Ja. Wie hat der das Ding gemacht? Ja, ja. Ja, die sind so blöd, das ist so. Ja, ja, aber. Prozent rechnen. Oh ja. Glaub mir das. 2 Jahre kann ich kein Feuer mehr machen. Einfach so, wie du willst. Aber für manche schwierig. Ja. Ein voller Behälter, nein, halb leer. Was ist Pi? Was ist denn Pi? Ja, was ist denn Pi? Ja, ja, ist leider so. Meine Nagel auch noch. Also die Schule war mal gut. Wo wir mit Pfeil anpacken sollen, die. Wo soll ich das denn? Lass mal machen. Ich bin froh, dass ich die Zeit mitgemacht habe, wo wir noch Handarbeit machen. Das glaubt man das. Ich kann mir immer noch helfen, wo viele auf Schlauch stehen. Wolfgang, nach hier hin. Ja, ja. Gerade zurück, nur gerade zurück, gerade. Nach hier hin, genau. Gut. Kein Schiff und kein Racker nicht mehr. Andere Augen. Das ist eigentlich so.
Ich habe zu Hause noch eine FC18 mit Terra-Top und eine F18, F16. Sieht gerne aus. Wenn du mal rausgehst, dann bist du da drauf gekommen. Ja. Ich kann mitreden. Unser Uwe auch, der kann auch mitreden mit Blau. Kennst du noch, wo wir in Südland standen mit dem Update beim Stefan Voss? Ja. Wo mit Stefan Voss? Ja. Vor der Messe hat er das Update gemacht, ne? Ja. Boah, wie gelacht, ne? Nicht viel mehr. Nicht viel mehr. Stefan Voss, da hört man überhaupt nichts. Ilkes, Munga. Ab und zu macht er nochmal mit den Sprüchen, mit dem Jürgen da. Ja. Ich weiß gar nicht, ob die Gelände, die hatten ja auch mal ein Gelände angemutet, aber. Ja. Man hat den einen Munga, ist das nicht? Ja, das ist das Gerne aus Ilkes. Die meisten bauen sich in dem Mungern Kadettmotor einfach nur. Die meisten, viele haben das gemacht. Die haben ja nicht mehr. Ja, das Hakenzeichen. Die haben gar nicht, ja, okay, dann ist richtig. Ja, dann müsste normalerweise, dann müsste normalerweise nicht KD haben. Ich weiß nicht, ob die das Original haben. Einigermaßen original. Ja, ich weiß nicht, ob die das sehen, weil die meisten haben Kadettmotor eingebaut. Weil die mit dem DKW-Motor, ja, das ist ja nicht mehr so viel Zeit. Also ich habe ja meinen Ötis auch kurz vor der Fertigstellung. Wir waren ja schon beim TÜV. Wir haben vorgesprochen, also um das H-Kennzeichen zu kriegen, wir müssen schon ziemlich genau werden. Ach, kontrollieren die das? Ja, das ist klar. Das kann alles rundherum 30 Jahre alt sein, aber wenn du da einen VTI-Motor eingebaut hast und hämmerst mit 300 über den Bahn mit dem Ding, dann kannst du dir was anderes erzählen. Okay. 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 Ungefähr, das dann auch den Status für die Tour. CKV-Leitung? Ja. Irgendwas, der noch Telefon hat hier. Ja. Ja. Soll ich das spielen? Hm? Soll ich mal die Kamera? Nee, nicht, wenn du voll ist. Ja,
Scharnierschild abgerissen. Ja? Scharnierschild abgerissen. Hängt daneben. Hau voll die Kiste. Guck mal, der Loch muss ich mit dem Schubfeuer wieder zumachen, ne? Ja. Gut, komm mal einen vor. Ist das dritter Gang oder? Komm mal einen vor. Mit der langen Arm. Stellauslegung bis zur Ausfahrt. Mit Infrarot drauf. Hast du Mittwoch los? Mittwoch Zeit? Mittwoch kann ich nicht. Und Abendessen oder? Ich bin halt Chef, ich kann hier kommen. Nee, wir haben Abendessen. Was mit Donnerstag oder Samstag ist nichts, ne? Ja. Kollege fragt mich, der wäre nicht gerne gekommen aus Köln heute. Nur halt eben der Kindertag heute. Ne? Wann ist das nächste Mal? Ja, heute ist gestern Tag. Gestern Tag, weil ich nicht kann. Ja. Mittwoch kann ich nicht. Da haben wir Abendessen. Ich bin sogar mit eingeladen, meine Kollegen. Also. Das ist zwar auch nicht Mittwochabend, weil der Donnerstag Feiertag ist. Ich bin der große Vater. Mhm. Du bist voll, oder? Ja. Sieht so aus. Hatte ich eben zumindest noch. Am Auto. Nee, da. Ja, danke, Digga. Oh, mach mal der Panzer. Hast du noch? Nee? Zu groß, zu schwer. Hat sich das dann weggenommen. 18.
12 mm Schrot einbauen. Man kann Nickel jagen. Morgens um die Wiese. Ja. Wenn du die RAG-Modellbau nimmst, hier um Hamburg, Münster, in der Pfanze. Udo hat das vorhin gefragt, ein Schnellwechsel am Radlader zu seinen Großen. Okay. Ja. Und, ja, das hätte ich auch gesagt. Ja.
Wenn du den Block dann guck ich wieder hoch. Ja, glaube ich allerdings auch. Genau, Jungs, lass dich nicht abhalten bei der Arbeit. Nein.
Fährst du einmal vor? Nachher, oder? Ja, die Pflanze hier noch und macht den Weg da, die hat schon dann müsste halb sechs, wenn alles da bleibt. Ich Raupenfahrer. Mhm. Das auch, kannst du auch machen. Das ist eigentlich dein Job hier mit der Raupen. Das geht besser als im Radlader. Meinst du auch? Einmal, ja. Einmal runter. Das kannst du besser mit der Raupen machen als mit Räder. Mhm. Saft drin hat. Das ist aber jung. Die Binde weiß ich. Das sieht gut aus. Warte mal, lass doch mal einen Dampfer da. Und komm mal her, lass doch mal auf das Tier. Komm mal so die Tür da hoch. So, so. Genau so. Thank you.
Hammer. Yeah.